Moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten Odyssey 2 Let's Play mit mir, mit Peter. Ja, back to the roots, Folgen. Wir fahren heute auf Römerberg und fahren die Linie 636 von Blaureuth Westbahnhof nach Zafelstein, aber mit einem neuen Bus. Und zwar mit dem Volvo 7900 LH, also in der Large-Version. Also in der Gelenkvariante fahren wir heute den Bus. Und Back to the Roots Folge, das heißt ja, wieder mal Römerberg und ihr wisst ja, wie es ist, ne? Ja, jetzt ist auch schon Abfahrt, deswegen starte ich doch mal den Motor bzw. meinen Bus. Ich habe ja einen Hybridbus, von daher alles wunderbar. Ja, warum Hybridbus? Also warum Volvo? Ja, ich habe ja schon das Hafen City und ja, ich habe mir überlegt, was machst du? Burgstraße. Wie willst du heute mal Rückenberg fahren? Da habe ich mir gedacht, okay, komm, weißt du was? Nimmst du doch mal den Volvo. Und teste ihn doch mal aus auf Römerberg. Und das mache ich jetzt auch. Boah, fährt der Scheiße. Der fährt der, Leute, das ist ja unglaublich. Da hat er den Führerschein gewonnen, oder? Guten Morgen. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Ja. Ja, ich muss sagen, mir gefällt auf jeden Fall der Bus, denn ja, er sieht schön aus, also super gemacht worden im Hochbahndesign. Also ich schau mal, ob ich den auch nicht noch ein bisschen repainten kann. Ich probiere das mal aus. Ja, vielleicht gibt es dann bald noch einen neuen Look, wer weiß es. Straße. Ja, warum fahre ich schon heute Morgen hin? Ich möchte es auch gerade mal morgen testen, wie ich den Berg so aufwache. Boah, fällt der Scheiße. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm, mach das mal und warum nicht, ne? Gut, was bei dem Bus ein bisschen kacke ist, man kann hinten auch wieder einsteigen. Aber einmal Kurzstrecke. Egal, was soll's. Eine Tageskarte, bitte. Ja.
Ja, es ist schon mal was Neues. Ich habe mir so überlegt, hey, warum testest du den Bus nicht mal auf einer Strecke, wo du eigentlich beherrschen tust? Katharinenplatz. Da habe ich wieder gedacht, okay, komm, ich nehme Römerberg. Weil da weiß ich, welche Strecke kenne ich und da geht alles. Ja, warum nicht? Morgen. Hallo. Hallo. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Grenadierkaserne. Ja, wenn man aber überlegt, das ist jetzt heute Morgen. Was eigentlich die gleiche Uhrzeit schon hat, wie wo ich gerade das Let's Play aufnehme. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert. Warum gehen die hier denn bei den Türen nicht zu? Muss ich die jetzt manuell schließen? Fährt über Heuberg, Uhlbach und Trossingen nach Zavelstein.
ich wieder abends zurückkomme, habe ich gedacht, nehme ich jetzt schon die Folge heute Morgen auf. Und ich meine, es ist auch okay. Ja, jetzt haben wir noch eine kleine kurze Pause, aber die ist ja nicht von langer Dauer, dann geht es dann schon wieder weiter.
Neubach. Sag schon kurz Pause. Denn ja, wir haben noch knapp eine Minute Vorsprung, das heißt ja, wir sehen uns auch gleich wieder. Ihr bereits ja schon mitbekommen habt, habe ich ja die Back to the Roots Folge gemacht. Auf Splitterberg, die sind ja auch gut angekommen. Deswegen gibt es jetzt die Back to the Roots Folge hier auf Römerberg. Und ja, deswegen habe ich gedacht, okay, komm. Einmal 2,70. Ja, einmal 2,70, okay, gut.
Ja, gibt es jetzt die Backup-Modes von auch hier und hier? Und ja, ich bin auch zufrieden. Eine Fahrkarte bitte. Denn, ja, es macht Spaß. Sie machen immer ordentlich. Ja. Man merkt es auch an den Aufrufen, dass es auch klappt. Denn viele haben mich zum Beispiel gefragt, ja, deine Aufrufe sind ja die ist nicht so gut. Machst du dann diese Videos? Da habe ich so gedacht, weil es mir Spaß macht, ganz einfach. Müllanshöhe, Sternwarte. Oder zum Beispiel einer hat mir mal geschrieben gehabt, du hast eh keine Views auf deine Opsi-Videos und bla 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 und tralala. Ich mir so gedacht habe, ey, Alter, das, was du dir da so in den letzten Monaten so getan hast, da muss ich auch wirklich sagen, weil ja, schon komisch. Denn du hast, sage ich jetzt mal, die Firma kaputt gemacht. Ja, hat da wohl die ganze Zeit recht gehabt. Tja, naja. Deswegen schon komisch, wenn auf einmal die Fahrer dann sich verpissen oder gehen, weil sie mit einer Person nicht zurechtkommen. Habe ich dem anderen Kollegen auch gesagt, habe ich gesagt, hey, dass das ein Fehler war. Aber naja, jetzt ist man immer schlauer, sage ich jetzt mal. Und gut, aber egal, tut nichts zur Sache. Ja, nächste Woche kommt ja das Metropole Ruhrgebiet raus von Kevin Hitschmann und von Projekt Gladbeck. Also, wenn ihr es euch kaufen wollt, dann ihr könnt es kaufen. Tut nichts zur Sache, aber Leute, Tipp von mir. Kauft es lieber nicht, denn ihr kauft nur Gladbeck. Es ist der gleiche Gladbeck-Abklatsch wie die ganzen Gladbeck-Folgen auch. Oder wie Gladbeck selber. Deswegen also ich werde es mir definitiv nicht holen. Warum ich es mir nicht hole? Hat, sage ich jetzt mal, vielleicht persönliche Gründe dazu. 1, 2, 3 kleine persönliche Gründe. Naja, Backdrop City, sage ich mal. Und mehr brauche ich dazu nicht sagen, weil. Können Sie den Müll aussteigen? Das ist eine Körperverletzung. Wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Hier war ich nicht die Tür rauf. Denn bei Gladbeck, ja, muss man das mal so sehen, Leute. So viel Sachen, was er reingeschrieben hat, wo er selber produziert hat oder gebaut hat, modelliert hat. Leute, ist alles von den Standardkarten von Spandau genommen worden und von daher. Ja, ihr wisst selber. Nee, sowas braucht man ja nicht. Der Kopf ist da. Und ich meine, er hat ja viel geschrieben, dass ja viel geändert worden ist. Beziehungsweise, okay, der neue Bus, wo jetzt mit rauskommen soll, der neue Solaris. Urbino 4. Da bin ich mal darüber gespannt, denn in seinen ganzen Videos kam dieser Bus noch nicht einmal vor. Hat. Also von daher, ja. Deswegen würde ich gerne erstmal den Bus sehen. Denn, bevor ich mir ein Spiel kaufe, möchte ich ja schon, dass alles wieder auf dem Fit ist. Alles neu gemacht worden ist. Aber bei Kevin Hitschmann bin ich mir nicht so überrascht. Das ist sicher. Ich bin natürlich, dass ich sagen muss, aber es ist so.
er hat viel versprochen und er hat zum Beispiel auch damals gesagt, Lightbait wird nie Bärbär werden. Naja, die größte Lüge auf Erde. Was war, Lightbait ist natürlich Bärbär geworden. Wo ich mich dazu frage, warum bringst du eigentlich seine Community an? Sag ich mal. Das war ein Fehler von dir, Kevin. Sorry, wenn ich das sagen muss. Aber Kevin ist spannend. Also, weißt du, wenn du noch zu Hause wohnst, dann streichst dir ja Kohle ein. Von weiß ich wie viel Euros. Eigentlich müsste man das jetzt mal so verstehen, hey, leg doch mal alle Karten auf den Tisch, wie viel Geld du eigentlich einnimmst. Von dem ganzen Sachen. Das würde mich mal brennend interessieren, weil du hast ja schon Communities kaputt gemacht, wo wir schon gedacht haben, oder wo ich mir natürlich auch schon mitgedacht habe, ey, Alter, warum machst du Communities kaputt? Du hast sie ja schon kaputt gemacht. Machst doch noch weiter kaputt, weil da, wo er sich jetzt die ganze Zeit rumtreibt, ich weiß, wo er sich rumtreibt. Den eigenen TS kann er sich ja ziemlich leisten, ist ja klar. Und die Release-Wart, weiß ich auch, wo sie stattfindet. Es sind ja, glaube ich, einige YouTuber dabei, die für ihn, ja, die Werbung machen oder so. Also, ja, sagen wir mal so. Er hat sich ja jetzt schon mit einigen YouTubern angelegt. Wo er ein bisschen Scheiße gebaut hat. Ah, Nullchen, was ist hier los? Halt, Bus, stopp. Oh, kommt das. Der Ton ist ein bisschen nervig, aber ich muss mir jetzt mal ganz kurz anschauen, was der Bus eigentlich schon wieder hat. Weil zu wenig Druckluft.
aufbauen, denn ja. Der heutige Tag oder der morgige Tag wird auch ein sehr. Wissen Sie nicht. Drossingen. Ich weiß nur, ich habe jetzt die nächsten paar Tage auch frei, Gott sei Dank. Also ab. Ja, kann man sagen, eigentlich schon ab heute. Aber, es wird heute noch nichts werden. Hey, hallo, ich hab einen Bus. Zur Info. Ja, ich habe danach 12 Tage lang frei. Ja, in dieser Zeit würde ich wahrscheinlich ein paar Dinge machen, definitiv. Viele Let's Plays werden kommen. Das auf alle Fälle. Also das kann ich euch schon mal garantieren. Es werden einige Let's Plays kommen. Was doch alles dazu kommen wird jetzt, das könnt ihr euch dann ja, in der nächsten Zeit anschauen. Des Weiteren zufolge, ja, wird es dann auch ein paar kleine Änderungen geben jetzt in dieser Zeit. Und von daher, ja, seid darauf auf jeden Fall gespannt. Hallo. Morgen, hallo. Ja, seid darüber auf jeden Fall gespannt, denn es wird mit Sicherheit eine sehr lustige Zeit werden. Gletscherparkplatz. Und von daher, ja, Leute. Seid darüber auf jeden Fall gespannt, denn das wird sehr lustig werden. Und ja, ihr könnt mit Sicherheit noch viele Videos dann von mir anschauen, weil ich weiß, ihr habt Ferien und also viele haben jetzt gerade Ferien, auch in Baden-Württemberg ist es so. Die haben Ferien und oder die haben am Freitag Ferien. Freitag, genau.
Und da weiß ich auf jeden Fall, da wird es viel los sein und... Ja, wenn euch sowas gefällt, dann einfach mal immer vorbeikommen. Es euch gut gehen lassen. Denn ihr wisst ja, Back to Roots. Also bei mir wird es immer Back to Roots von jetzt geben erstmal. Bis ich, was anderes wieder Let's Playen werde. Denn viele haben mich gefragt, ja, warum machst du jetzt gerade Back to Roots Folge? Warum bringst du nicht schon Hafen City raus? Und so weiter und so fort. Da habe ich mir dann gedacht, Leute, warum muss ich jetzt schon Hafen City rausbringen? Denn ich muss nicht jeden zwei Hafen City rausbringen. So, Hafen City muss ich nicht unbedingt jetzt schon rausbringen. Muss ich aber nicht. Deswegen, ich werde mir da Zeit lassen. Oh, Ampel, hallo, du mal. Mensch, ich aber auch früh an. Hallo. Guten Tag. Morgen. Ich hätte gern eine Tageskarte. Ja, Tageskarte. Hallo, ich hätte gern einen Fahrschein. Kommt. Morgen. Moin. Ja, viele Leute haben mich auch schon gefragt, was ich jetzt machen werde heute. Ich bin eingeladen worden. Denn ich besuche heute den Zoo in Stuttgart, als liebe in Helmar quasi. Und ja, wird sicherlich lustig werden. Und warum denn nicht, ne? Berghalde Zadelstein. Okay.
Hallo. Ja, wir kommen jetzt auch gleich zur letzten Haltestelle. Und zwar, dann sind wir auch schon in Römerberg angekommen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Dann zum nächsten Let's Play, wenn es wieder heißt, Let's Play OMSI 2 auf dem Simulator. Mit mir, mit Peter. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Stay positive, positiv. Zadelstein, Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit in Richtung Römerberg, Hohenreuth und Grafeneck. Genau. Hier kommt nämlich jetzt zum Zadelsteiner Bahnhof. Und da muss ich mir jetzt auch überlegen, wie ich da reinfahre. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann. Wie ich da Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann wieder zum nächsten Let's Play wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play OMSI 2 Omnibus Simulator mit mir und mit Peter. Bis dahin, ciao, ciao.